Wir haben einen 900k-Spieler gezogen. Ich bin komplett zufrieden. Er kam direkt in mein Team und ich würde sagen, genug gelabert. Wir gehen jetzt rein in mein Baby Icon Upgrade Pack. Und rechtsklick! Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ihr seht, wir haben 5 Packs im Shop, ein Icon Pack und noch die anderen 4 Packs von der SBC. 4 Teams müssen wir abgeben, deswegen auch die 4 Packs, Jungs. Einige von euch haben es vielleicht schon gemacht, das Baby Icon Pack. Wenn es so ist, könnt ihr mir gerne das schicken, was ihr gezogen habt auf Instagram. Wenn ihr Lust habt, kann ich meine Story packen. Vielleicht mache ich mal ein Video und reagiert drauf, was ihr so gezogen habt, wenn ihr es schon gemacht habt. Oder wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr es mir gerne auch nachträglich noch schicken. Ansonsten werden wir sehen, was ich heute rausziehe. Wir gehen direkt rein, Jungs. Es wird auf jeden Fall meine zweite Ikone. Ich habe ja schon mal eine gezogen. Butragueno Tradable damals. War sehr, sehr geil direkt am Anfang. Ich würde sagen, das machen wir zuletzt. Wir machen erst die 4 Packs schnell hintereinander auf. Schauen wir uns daraus ziehen. Ich habe nur noch 19k, ich habe ein bisschen was mir auch noch für mein Team gekauft, weil ich habe sehr viel, okay, ich dachte schon direkt Walkout, sehr viel abgegeben. Also ich habe meinen Haaland verkauft, damit ich mich überhaupt leisten konnte. Ich habe jetzt Goretzka für meinen Zakaria in Form. Ich hätte ihn halten können, aber ich hatte Bock auf Goretzka gehabt und ich dachte mir, wenn ich jetzt die Coins habe, dann spiele ich jetzt auch einfach Goretzka. Kostet ja auch nicht wirklich viel. Im Sturm für Haaland, Rulebreaker habe ich jetzt Marlin stehen, wants to watch, ist schnell, ist dribbling technisch stark, hat mich schon oft abgefuckt, deswegen, oh, ich dachte gerade die Kohle aus dem Pack schon, ist dribbling stark, hat mich auch übelst oft abgefuckt selber, deswegen denke ich mal, dass ich mit dem auch ganz gut klarkommen werde. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, mein Team ist relativ leer. Ich konnte, es waren ja 4 SBCs, 2 aus dem Verein machen, bin dafür jetzt aber ziemlich leer, was den, Digga, 2 Silberkarten, was soll das, ziemlich leer, was den Verein angeht. Ich war ein bisschen dumm, ich habe über 100k gehabt und ich habe 2 25k Packs mir geholt von den Coins, also einfach so als Joke, habe daraus nichts gezogen, jetzt ziehe ich gerade auch nur Schmutz, deswegen hoffe ich einfach, dass wir unser ganzes Pack-Luck auf das Icon-Pack haben. Das ist bei mir öfter so, wenn ich ganz viel Scheiße ziehe, ist dann... Okay, es ist wieder... Es muss ein krasses Icon-Pack werden. Aus den Packs kam jetzt gerade nur Müll, nicht ein Workout. Der beste war jetzt ein 84er. Man kann viel Scheiße ziehen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, das Icon-Pack, weil die Gefahr ist groß, Scheiße zu ziehen. Und es ist wirklich nur ein reines Fun-Pack. Es ist so, wenn ich hier auch Scheiße ziehe, ich habe mein Team, ich habe jetzt nicht mein ganzes Team abgegeben, mein Team steht immer noch so, dass ich auch meine Weekend League zocken kann und so weiter. Ansonsten hoffe ich einfach, dass EA mir heute gönnt. Genug gelabert, wir gehen rein mit der passenden Musik in 3, 2, 1, Abfahrt. Erstes richtiges Icon-Pack. Und was gönnt mir EA? Nationalität? Frankreich? ZOM? Blanc, 85. Ich glaube, der ist nicht gut, oder? Ich habe ihn noch nie gespielt. 85 Tempo, also die Werte gehen so fürs Mittelfeld. 83, 84, 82. Ja, geht. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich habe gedacht, Zidane oder Vieira. Ich weiß nicht. Ich kann mich gerade nicht so heftig freuen. Der kostet safe nicht viel. 9, oder? Warte mal, 9, warte mal. Ist das richtig so? 900k oder? Oh, der kostet was? Ist der gut, Jungs? Okay, ich hätte mich vielleicht freuen sollen. Wie viele Sterne hat der? Hä, 2 Sterne drin? Warum ist der so teuer? Ist der gut? Ich habe ihn noch nie gespielt. Keine Ahnung, wie der so ist. Aber ich nehme ihn mit. Ist Franzose, kann man gut linken. Fürs Mittelfeld, warum nicht? Die Werte gehen halt fit, ne? Also 3-8, 2-8, 4-8, wie gesagt. Das war mein Icon-Pack. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich jetzt zufrieden, weil der kostet relativ viel. Ich habe so gut 200k ausgegeben, 250k ausgegeben für die SBC und habe einen 900k Spiel ungefähr gezogen. Ist in Ordnung, nehme ich mit und ich hoffe, es hat euch gefallen, Jungs. Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, denn dann sehen wir uns hoffentlich sehr bald zurück hier auf dem Kanal zu einem neuen Video. Bis dann, haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen, dann sag ich schnell tippe, tippe, tippe. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder, piep, lo, plack.
Quatsch. Hey. Hülle, Hülle, das wird dann ja adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu.